So, in dieser Vorlesung werden wir uns mit Lernen und Gedächtnis beschäftigen. Ja, so dass also für Sie auch deutlich wird, wie sozusagen Lernen systematisiert wird, was Gedächtnisformen sind, das, was man so umgangssprachlich sagt, es ist nur im Kurzzeitgedächtnis oder ja, das gehört wahrscheinlich zum Langzeitgedächtnis. Das soll hier näher erklärt werden, sodass Sie eine Struktur kriegen und wie gesagt, auch das ist wieder häufig Gegenstand des Physikums. Die Frage ist also, wie Menschen komplexe Verhaltensweisen und auch Wissensbestände erwerben oder erwerben können. So eine andere Frage, die da unmittelbar mit reingehört sind, ist, sind Emotionen die geheimen Regisseure unseres Alltags? Ja? Also können wir etwas lernen, wenn wir uns damit wohlfühlen oder können wir etwas nicht so gut lernen, wenn wir es sozusagen emotional betrachtet ablehnen? Ja? Hier ist eine Prüfungsfrage, welche Gedächtnisstrukturen sind verantwortlich für die Interferenzabwehr? Ja? Und auch, was ist das semantische Gedächtnis? Ich habe jetzt keine Alternativen aufgegeben, weil die sowieso sich immer wieder unterscheiden. Und Sie sehen schon an der Prüfung, an der Frage, dass das nur sich um anatomische Strukturen handeln kann. Und möchte Sie also da auffordern, dann ganz genau hinzugucken. Das sind so eine Fragen, wo man dann sagt, okay, hier muss ich eben das Kleingedruckte mir gemerkt haben. Ja? So, und da würde ich Sie gerne mal Ihre Aufmerksamkeit darauf hin lenken. Gucken Sie mal nach, wann hier in der Vorlesung was über Interferenzabwehr gesagt wird und welche Strukturen dafür verantwortlich gemacht werden und auch, was das semantische Gedächtnis ist. So, fangen wir mal an. Was ist eigentlich Denken? Wir sprechen so oft vom Denken und wissen oftmals gar nicht, was das im Einzelnen bedeutet. Das Denken ist eigentlich der Zusammenschluss von Zellverbänden und zugleich auch wieder, wenn bestimmte neue Erkenntnisse gekommen sind, der Neuaufbau von Zellverbänden beziehungsweise die Integration der Information von Zellverbänden in andere Zellverbände. Und so sagte Donald Hebb schon damals 1980, Denken ist die sequentielle Aktivierung von Zellverbänden. Es ist eine zirkulierende Aktivität, die notwendig ist, damit sozusagen die Aktionspotenziale von einer Zelle zur anderen übertragen werden können. Und hier habe ich Ihnen einen Film mitgebracht, wie dieser kleine Mensch lernt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Kleine Sekunde. Das ist falsch. Okay. Muss das aber eigentlich sein? Also okay, da muss ich Sie jetzt nochmal vertrösten. Irgendwas fehlt jetzt hier oder das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Ja, da gehen wir mal noch einen Schritt weiter und kommen dann später nochmal darauf zurück. Okay. So, aktuelle Folie. Okay. Großartig. So, und zwar geht es bei dem Lernen, wie gesagt, um Emotionen. Und die Frage ist, ob sich Lernen von unseren Emotionen beeinflussen lässt. Und ich möchte Sie auf etwas sensibilisieren, was Sie möglicherweise schon selber beobachtet haben, aber was hier von Albert Bandura, gezielt untersucht worden ist. Und wo wir hier sehen, wie eine Kindergärtnerin diese Puppe sozusagen aggressiv behandelt. Er hat das in einem Kindergarten durchgeführt, in der Preschool. Und wir gucken gleich mal an, wie sich dann die Kinder, die einfach nur zugucken, sich dann verhalten.
schwierig, ich brauche unbedingt Ton. Okay, jetzt haben wir keinen Ton. Okay, ich mache erstmal weiter. Aber da muss nicht noch irgendein Kabel rein. So, was wir jetzt gesehen haben an diesem Beispiel ist, dass Kinder unwillkürlich Verhalten wiederholen. Ja? Also das heißt, wenn sozusagen ein Kind im Fernsehen auch einen besonders aggressiven Film sieht oder wenn das Kind Aggressionen zwischen den Eltern erlebt, dass dann dieses Verhalten wiederholt wird. Wir nennen dieses Lernen Modelllernen. Ja, das ist das soziale Modelllernen und das hat Bandura damit ganz hervorragend dargestellt. Und dieses soziale Modelllernen hat natürlich auch Auswirkungen dann auf die Gesellschaft. Und es wurde über lange Zeit diskutiert, inwiefern zum Beispiel aggressive Filme dafür verantwortlich sind, dass die Kriminalität zunimmt, weil das natürlich nicht nur die Kinder betrifft, sondern uns auch. Ja, so, oder wie sozusagen, wenn jetzt auf der ganz einfachen Ebene innerhalb einer Gruppe jemand sich aggressiv verhält und keiner was dagegen sagt, dann besteht in dem Moment die Gefahr, dass diese Aggression von anderen im Modell übernommen wird und sich dadurch eigentlich ursprünglich nur durch eine einzige Person, das vielleicht ursprünglich kooperative Gruppenklima, sich in ein sehr aggressives Gruppenklima verändert. Ja, so und dann wird natürlich der Wissenserwerb für irgendwas doch massiv erschwert, was also bedeutet, dass es eigentlich kaum noch eine Möglichkeit gibt, dann sich ganz so rational auf den Wissenserwerb zu beschränken, weil alle irgendwie nur noch mit gewissen Emotionen zu kämpfen haben, die in der Gruppe sozusagen vorherrschen. Und ähnlich ist es natürlich in der Partnerschaft. So, das heißt also, wenn Sie Patienten dann später kriegen und Sie spüren, Sie wollen mit dem Patienten über irgendwas sprechen, wie zum Beispiel einen Therapieplan, dann ist es immer günstig, den Partner mit dazuzunehmen, weil es in den häufigsten Fällen so ist, dass Sie den Partner eigentlich wie so eine Art Co-Therapeuten mit dabei haben und dann gemeinsam sozusagen diesen oftmals schwierigen Therapieplan, gerade wenn es um Chemotherapie und so weiter geht, durchstehen können. Ja? Und hier können Sie sozusagen das soziale Modelllernen nutzen, um bestimmte Lernvorgänge zu erzielen. Ja, und das hat eben der Bandura, Albert Bandura nachgewiesen. Wir hatten jetzt Schwierigkeiten, hier den Ton zu aktivieren, also heute ist mein Tag mit der Technik. Und wir müssen mal gucken, ob das jetzt geht oder... Nee, ist irgendwie... Hier vielleicht noch... Nee, das ist ja nur das... Ach, okay, gut. Dann gehen wir jetzt zurück zur Vorlesung. Und alle Folien. So, das heißt also, diese Theorie des sozialen Lernens wird sozusagen genutzt, um sozusagen Gruppenstrukturen sich auch anzugucken, um zu gucken, wie man durch Nachahmung im Positivbeispiel auch Lerneffekte vergrößern kann. Und man hat diesen Film, den wir gerade gesehen haben, eben in mehreren Studien replizieren können. Man hat das an Vorschulkindern durchgeführt, aber dann ähnliche Untersuchungen auch an Jugendlichen, an Erwachsenen und konnte sozusagen ähnliche Ergebnisse finden. Wenn kein Modell vorliegt, dann kommt es auch nicht zu dieser Ausführung dieser aggressiven Reaktion. Wenn ein Modell vorliegt, dann gibt es sozusagen, wie wir hier an der Grafik sehen können, dieses nachahmende Verhalten. Wir wissen aber natürlich, dass
der Mensch ja nicht nur jemand ist, der so unbewusst und unreflektiert bestimmte Dinge nachahmt, sondern es gibt natürlich auch unterschiedliche Reaktionen. Also das ist jetzt so der Hinweis, dass auch diese Theorie etwas kritisch beleuchtet wird, dass zum Beispiel viele Menschen, die ganz klar ihre Positionen zu aggressivem Verhalten haben, das eher ablehnen und dann, gerade weil Aggression herrscht, sich dagegen wenden. Ja, also das gibt es natürlich auch. Das ist dann sozusagen diese gegensätzliche Reaktion, die eigentlich durch so ein Modell hervorgerufen wird. Ja. Aber wie ich eben schon sagte, dazu ist natürlich nötig, dass jemand schon eine bestimmte Grundeinstellung hat. Ja. Und wenn es eben so ist, dass diese Grundeinstellung noch nicht vorherrscht, wie es ja oft im Kindergartenalter der Fall ist, dann besteht eben die Gefahr, dass eben so ein nachahmendes Verhalten geschieht. Ne? Man kann aber natürlich dieses nachahmende Verhalten auch reduzieren, indem man eben das zum Anlass nimmt, solche Situationen, und dann eben diskutiert, um eben bestimmte Grundannahmen, bestimmte Kognitionen zu entwickeln. So, die Theorie des sozialen Lernens hat also den Begriff des Modelllernens als Synonym auch zur Grundlage, Beobachtungslernen, Lernen durch Imitation. Und sowohl Menschen als auch Tiere besitzen eine angeborene Neigung, ja, zur Imitation. Man kann sogar sagen, dass der Großteil des Lernens aufgrund von Beobachtung erfolgt. Und in der Erziehung kommt man eigentlich mehr und mehr zu dem Schluss, dass sogar, wenn es nicht intentioniert ist, sondern eher das Kind sozusagen nachahmt, dass das noch stärkere Verhaltensweisen sind, als wenn man es jetzt sozusagen bewusst erziehen will. Ja? Interessanterweise ist das auch zu beobachten, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Gangbild anguckt. Ja? Da läuft der Großvater und der Enkel zusammen und man sieht ein ähnliches Gangbild. Ja? Also der Kleine ahmt sozusagen das Gangbild des Großvaters nach. Und das passiert unwillkürlich. Ja, so. Also das heißt, dieses Modelllernen hat einen ziemlich großen Einfluss, kann aber modifiziert werden durch bewusste Kognitionen. Ganz besonders häufig wird dann in diesem Zusammenhang natürlich das Beispiel der Aggression diskutiert, Medienkonsum, Gewalt, ja, nicht zuletzt sind wir ja jetzt auch hier in dieser Situation, weil eben so viel Gewalt und Krieg existiert in den verschiedenen Ländern, die dann von den Menschen verlassen werden und hierher kommen. Und diese Aggressionen, die dort sozusagen gelebt werden, sind eigentlich Aggressionen, die über viele, viele Jahre sozusagen gelernt worden sind. Ja, wenn Sie sich so bestimmte Konflikte zwischen Israel und Palästina angucken, wo sozusagen Aggression gegeben wird, dann wird aggressiv zurückgeantwortet. Da kann es eigentlich, wenn nicht diese Strategie verlassen wird, nie eine Lösung geben. Ja, weil im Prinzip immer wieder mit dem reagiert wird, wie einem selber widerfahren wurde. Ne? Und was mit Sicherheit auch zu vielen Traumatisierungen bei den Menschen geführt hat. Das heißt also, wenn man von dem Wissen um das soziale Lernen ausgeht, ist dann die Schlussfolgerung, dass es vor allen Dingen darum geht, neue Strategien zu finden und nicht sozusagen hier dem Modelllernen sozusagen nicht bewusst ausgesetzt zu sein. Dieses Modelllernen wird begünstigt durch verschiedene Bedingungen, zum Beispiel, wenn das Modell, an dem man lernt, attraktiv ist. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel einige von Ihnen gute Bekannte oder vielleicht sogar die Eltern im Beruf der Medizin tätig sind und Sie erleben diesen Beruf als sehr wertvoll oder hinsichtlich verschiedener anderer Bedingungen als sehr attraktiv, dann kann das ein Grund sein, weshalb Sie sich dafür entschieden haben, dieses Studium auf sich zu nehmen. Ja? Eine weitere Bedingung, die das Modelllernen begünstigen, ist, das Modell wird für das Verhalten verstärkt. Das heißt also, man sieht, dass derjenige, der ein bestimmtes Verhalten zeigt, auch eine bestimmte Anerkennung erfährt.
Ja? Und man dann sozusagen schon, weil diese Anerkennung existiert, ähnliches Verhalten aufweist. Ja? Das hört sich ein bisschen trivial an, ist aber nicht zu unterschätzen. Und zwar wurde eine Untersuchung durchgeführt mit 20.000 Personen, also eine sehr große Untersuchung, in der die Personen gefragt worden sind, was sind die wichtigsten Dinge in ihrem Leben? Und auf Platz 1 von diesen 20.000 kam neben Essen, Trinken, Beruf, Haus, Sexualität die Anerkennung. Ja, so, das heißt, die Anerkennung als ein sozialer Verstärker ist so ein wichtiges Bedürfnis, was, wie gesagt, von dieser großen Anzahl von Menschen gleichgesetzt wird mit Essen, Trinken, Sexualität. Ja, so, und das bedeutet, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass das hier sich um ein wirklich primäres Bedürfnis handelt, ein primäres soziales Bedürfnis, ja, was wir, wenn wir es sozusagen nicht berücksichtigen, wo wir richtig Schaden anrichten können. Ja. Wenn wir es aber berücksichtigen in unserem Kontakt mit den Patienten oder mit unseren Freunden, Eltern, Mitmenschen, Partnern, dann natürlich auch eine große Chance haben, eine gute Interaktion aufzubauen und ein zufriedenes Leben zu führen, ein gesundes Verhalten zu zeigen. Ja. Und insofern ist es dann deutlich, warum diese Bedingung, nämlich dass unser Modell für sein Verhalten Verstärkung erfährt, dann so wichtig ist, dass wir sozusagen dieses Modell auch als Modell akzeptieren. Oder auch eine wichtige Sache, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ironisch für Sie, das Modellverhalten scheint erreichbar. Ja, ich verspreche Ihnen, Sie schaffen das schon irgendwie. Das haben so viele Menschen geschafft. Ja, und wir sind eigentlich, viele von uns sind da, um Ihnen zu helfen. Und wenn man das wirklich will, dann kriegt man das auch hin und dann schafft man das. So, wie erwerben wir Wissen? Wie können wir einmal Erlebtes oder Gelerntes ein Leben lang bewahren? Ist das überhaupt möglich? Ja, oder warum vergessen wir das, was wir täglich erleben und lernen? Ja, also warum geht uns so viel verloren? Warum können wir uns nicht alles merken? Es wäre doch viel einfacher. Was wird behalten oder was wird vergessen oder wie muss man lernen, um das Gelernte lange im Gedächtnis zu behalten? Ich könnte auch noch eine weitere Frage dazu bringen. Ist es auch ein Schutz, dass wir vergessen? Ja, ist es auch notwendig, das zu vergessen? Ja. So, und hier, um diese Fragen zu beantworten, unterscheidet die Gedächtnispsychologie unter verschiedenen Gedächtnisformen. Da haben wir also das Ultrakurzzeitgedächtnis, dass ich also etwas aufnehme oder mein Organismus etwas aufnimmt. Unser zentrales Nervensystem kann Reize, die eine Dauer von 20 Millisekunden haben, aufnehmen und speichern. Ja, ich habe jetzt hier eine Sekunde hingeschrieben, weil dann sozusagen die Speicherung beginnt oder anhält vielmehr. Aber unser Organismus kann Reize, die eine ganz geringe Dauer haben, von 20 Millisekunden aufnehmen. Ja, wir sehen das dann im EEG, in bestimmten ZNS-Antworten. Der Patient selber spürt es aber gar nicht oder glaubt es nicht zu spüren. Der Organismus selber kann das aber aufnehmen. Ne? Und da beginnen schon die Wirkung des Ultrakurzzeitgedächtnisses. Dann das Arbeitsgedächtnis, was bis zu Stunden dauern kann und verantwortlich ist, damit Wissensinhalte in das Langzeitgedächtnis übergehen, was dann sozusagen Stunden bis Monate vorhalten kann. Und dann haben wir auch noch das extreme Langzeitgedächtnis, was das Wissen sozusagen das Leben lang speichert. Atkinson und Schiffern haben das sogenannte Mehrspeichermodell des Gedächtnisses entwickelt. Und das hat folgenden Inhalt: ein bestimmter Reiz kommt in den sensorischen Speicher, zum Beispiel visuell oder auditiv oder haptisch. Es kommt zu einer Merkmalextraktion oder zu einer Mustererkennung. Und wenn aber dieser Reiz nicht weiter wichtig dem Gedächtnis erscheint, kommt es zum Zerfall von beobachteten Informationen. Ist es aber so, dass es ihm wichtig erscheint, erhöht sich die Aufmerksamkeit und die Reizinformation gelangt in das Kurzzeitgedächtnis.
Das Kurzzeitgedächtnis unterliegt Kontrollprozessen, wie zum Beispiel, dass ich etwas wiederhole oder dass ich etwas umkodiere oder etwas elaboriere. Und das bedeutet, ich kann das Wissen, was ich hier drin speichere, sozusagen transferieren und versuchen, durch verschiedene Möglichkeiten sozusagen neu zu sehen. Wenn Sie zum Beispiel Anatomie lernen, haben Sie die Möglichkeit, das als Wort zu lernen. Sie können sich aber auch einen Anatomie-Atlas kaufen, in dem Sie sozusagen selber malen können und das dann mit bestimmten Farben belegen können. Diese Struktur, die Sie gerade gelernt haben, das macht sich echt gut in Neuroanatomie. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ja, weil das ist echt eine Herausforderung. Und oder andere malen bestimmte Organe und machen das regelrecht künstlerisch. Also ich habe da so etliche Exemplare zu Hause, wo ich echt beeindruckt war, wie jemand zum Beispiel ein Herz durch Muster dargestellt hat. Und das hat wie ein neues Bild ergeben. Und so können sich bestimmte Strukturen durch unterschiedliche Medien, die ich nutze, einprägen. Ja? Ob das jetzt die Sprache ist oder ob es eben das Aufzeichnen ist. Manch einer macht das auch so, hat mir meine Studentin erzählt, die hat sich diese vielen Wörter auf, da ging es dann um Bakterien in der Biochemie, auf diese kleinen Klebchen geschrieben und hat die überall in ihrem Zimmer irgendwie hingehangen, sodass sie jedes Mal, wenn sie da irgendwie lang lief, daran erinnert wurde und dann nochmal diese doch relativ schwierigen Namen sozusagen visualisiert hat. Ja? Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten und umso mehr man sozusagen verschiedene Sinne anspricht damit, umso besser prägt sich das ein. Ja? Also da ist ihre ganze Kreativität gefragt. So, und dieses Kurzzeitgedächtnis kann aber auch an Wissen verlieren, und zwar durch Interferenz, also durch Überlagerung von anderen Informationen beziehungsweise von neuen Informationen, neu eintreffenden Informationen. Das, was dann übrig bleibt, wird sozusagen rüber ins Langzeitgedächtnis gebracht. Und hier unterscheiden wir zwischen dem episodischen, dem semantischen und dem prozeduralen Langzeitgedächtnis. Dazu komme ich gleich. Und das wiederum wird auch wieder im Sinne der Wiederholung immer wieder hin und her geschoben zwischen Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis und immer wieder neu abgerufen. Es kann aber auch zerfallen und durch andere Informationen oder durch Krankheit beeinträchtigt werden und dann verloren gehen. Die Verweildauer des Ultrakurzzeitgedächtnisses ist weniger als eine Sekunde. Die Verweildauer des Kurzzeitgedächtnisses ist weniger als 15 Minuten und das des Langzeitgedächtnisses ist unbegrenzt. Wenn wir uns jetzt das Arbeitsgedächtnis anschauen, also das heißt, wenn das vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins Kurzzeitgedächtnis übergegangen ist, also ins Arbeitsgedächtnis, dann kann man sehen, dass dieses Arbeitsgedächtnis so etwas hat wie eine zentrale Exekutive, was beeinflusst wird durch einen, so wird das beschrieben, visuell-räumlichen Notizblock, einen episodischen Puffer oder auch eine phonologische Schleife. Und das bedeutet, dass viele Menschen sich Wissen abspeichern, zum Beispiel, indem sie es sich visuell veranschaulichen. Ja? Oder indem sie es vielleicht in, darunter ist räumlich genannt, also in Beziehung zu anderen Dingen setzen. Ja? Man spricht dann von der sogenannten propositionalen Gedächtnisrepräsentation und das bedeutet, dass ich wie in einer Landstraße, wie in einer Karte sozusagen logische Folgen bilde. Ja, so wenn Sie zum Beispiel dann in Neuroanatomie sich die unterschiedlichen Areale angucken und das hoffentlich irgendwann mit Funktionen besetzen können, dann können Sie anhand einfach dessen, wie etwas funktioniert, erkennen, welche Areale miteinander in Verbindung setzen und können sich sozusagen diese eher einprägen. Ja, so wie ich Ihnen vorhin ein Beispiel vom Schmerznetzwerk gegeben habe, ja, mit dem präfrontalen Kortex, der in Verbindung steht mit dem anterozingulären Kortex, der Amygdala, der Insula, die wiederum in Verbindung steht mit dem primär- und sekundär-somatosensorischen Kortex und damit sich sozusagen im Sinne der Telefonkonferenz verschiedene Funktionen erfüllen, die dann wiederum erklären, warum der Mensch diesen Schmerz empfindet oder, und nicht einen niedrigeren oder einen höheren.
Ja, so und so kann man sozusagen das Gedächtnis unterschiedlich repräsentieren. In einer anderen Repräsentationsform, die oft bei künstlerisch tätigen Menschen zu finden ist, ist die sogenannte imaginale Gedächtnisrepräsentation, wenn sich Wissen in Bildern widerspiegelt. Das erleben Sie zum Beispiel dadurch, wenn Ihnen ein Freund irgendwas erzählt und da kommt irgendwie so ein inneres Bild hoch. Ja, und Sie könnten das beschreiben, ah, das hört sich ja an, als wäre das, und dann kommt irgendein Vergleich. Ja, so, und das wäre dann so eine, auch wieder eine Möglichkeit, ja, sich an dieses Wissen zu erinnern, indem man vielleicht Eselsbrücken sich bildet. Ja, und da haben Sie ja viele Möglichkeiten, das zu trainieren, ja, diese Eselsbrücken zu bilden. Und da helfen eben, je nachdem, wie man veranlagt ist, entweder die eine oder die andere Strategie. So, und dann auch der episodische Puffer, das heißt, upsala, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, nochmal zurück. Der episodische Puffer, der sozusagen immer wieder verbunden wird mit gewissen Ereignissen, also wo Wissen mit Ereignissen sich verbindet und man sich manchmal an die Ereignisse erinnert, um dann sozusagen das Wissen abzurufen. Oder auch die phonologische Schleife, wenn man das immer wieder vor sich hin spricht und immer wieder wiederholt, so lange, bis es drin ist. Ja? Also gemäß dem Motto, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. So, und diese drei Dinge, der Notizblock, der episodische Puffer, die phonologische Schleife, sind dann dafür verantwortlich, dass ein Wissen in das Langzeitgedächtnis so eingehen kann, dass es eine Verbundenheit darstellt zu einem bestimmten Ereignis, ja, also eine bestimmte Semantik erführt, einer gewissen Sprache unterliegt und auch eine gewisse Vorstellungskraft in sich trägt. Ja. Besonders deutlich merken Sie das, wenn Sie sich irgendwas einprägen sollen, was überhaupt keine Bedeutsamkeit für Sie hat, das können Sie 3000 Mal wiederholen, das prägt sich trotzdem nicht ein. Ja, während andere Dinge, die eine spezielle Bedeutsamkeit haben, die können Sie sich ein, zwei Mal angucken und dann ist das drin. Ja, so, und das ist einer der, also Möglichkeiten, der Tricks, sich Wissen einzuprägen, damit es dann sozusagen ins Langzeitgedächtnis übergehen kann, wenn Sie es denn dann wollen. Manches will man ja auch gar nicht sozusagen für immer und ewig erinnern wollen. So, hier ist das nochmal abgebildet. Das heißt, wir haben also hier das Langzeitgedächtnis und wir haben hier das Arbeitsgedächtnis, was also besteht aus Kontrollprozessen, dem sensorischen Register, dem Kurzzeitgedächtnis. Und dieses Langzeitgedächtnis, das wiederum unterscheidet sich in ein deklaratives Langzeitgedächtnis oder explizites Langzeitgedächtnis, was meistens bewusst ist, und unterscheidet sich vom prozeduralen Langzeitgedächtnis, was zumeist unbewusst ist. Das Lernen erfolgt durch das Aufnehmen, das Enkodieren, dann Speichern und im positiven Sinne des Abrufens. Besteht sozusagen im Wiederholen und Speichern und Wiederholen und Speichern, so lange, bis es sozusagen in das Langzeitgedächtnis übergehen kann. Louis Bunuel hat mal gesagt, man muss erst beginnen, sein Gedächtnis zu verlieren und sei es nur stückweise, um sich darüber klar zu werden, dass das Gedächtnis unser ganzes Leben ist. Ein Leben ohne Gedächtnis wäre kein Leben. Unser Gedächtnis ist unser Zusammenhang, unser Grund, unser Handeln, unser Gefühl. Ohne Gedächtnis sind wir nichts. Und das, glaube ich, dem können wir alle nur zustimmen, weil einfach das uns ja irgendwo auch ausmacht. Also jetzt habe ich hier ein kleines Experiment mitgebracht. Ich gebe Ihnen jetzt mal hier so ein paar Zahlen und bitte Sie jetzt zu sagen, welche Zahl hat denn gefehlt? Nee, ich sage Ihnen nicht die Lösung. Aber ich wollte Sie darauf orientieren, dass wenn Sie nicht vorher die Fragestellung haben, können Sie die Antwort danach nicht geben, obwohl Sie es gesehen haben. Ja? Weil diese ganzen verschiedenen Zahlen, die machten in dem Moment überhaupt keinen Sinn. Ja? Warum wird die jetzt gezeigt? Macht überhaupt keinen Sinn. So, das heißt also, für Ihr Lernen ist es ungeheuer nötig, wenn Sie mit irgendwas beginnen, nehmen Sie sich eine Frage. Ja? Und versuchen Sie, diese Frage im Text zu beantworten.
Das kann manchmal bedeuten, dass Sie das doppelt machen müssen, dass Sie erstmal sowas lesen und sich dann eine Frage überlegen und dann diese Frage versuchen zu beantworten. Das funktioniert auch unter der Dusche. Ja? Also, dass Sie sozusagen über irgendwas nachdenken, sich dann dazu eine Frage ausdenken, dann werden Sie merken, so ganz habe ich das nicht begriffen, ja? Oder kann ich nicht mehr so genau erinnern, dann gucken Sie nach und dann haben Sie es drin. Ja? So. Und so funktioniert dieses Enkodieren, Speichern, ja, und abrufen. Ja. So, okay, dann das nächste. Wie kann man jetzt das Arbeitsgedächtnis erhalten? Man kann es, wie ich eben schon sagte, durch phonologische Schleifen zum Beispiel, durch das Nutzen der phonologischen Schleifen nehmen, für auditiv-verbale Informationen, oder man kann auch diesen visuell-räumlichen Notizblock nutzen, ne, wie ich im Beispiel schon brachte von der einen Studentin, die dann die Klebchen überall verteilt hat, oder man kann gucken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie man mit neuen Informationen umgeht. Ja, also viele machen den Fehler, unmittelbar vor der Prüfung sich noch das durchzulesen, was sie jetzt noch nicht geschafft haben, und da passiert dann Chaos im Kopf, ja? Weil einfach diese neuen Informationen jetzt die alten überlagern. Und wenn Sie sich diesen Gedächtniserwerb oder den Wissenserwerb wie so Stufen vorstellen, ja, dann ist in dem Moment sozusagen die Stufe ja schon besetzt mit den Informationen, die Sie schon gelernt haben. Wenn jetzt was Neues kommt, zerfallen die schon die ursprünglich erworbenen Strukturen, und das Gedächtnis versucht jetzt, das Neue zu verarbeiten. Verarbeiten heißt zu gucken, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist verständlich, was hat eine Bedeutung, was hat eine Bedeutsamkeit. Und wenn Sie dann in dem Moment in die Prüfung gehen und er fragt Sie nach dem, was Sie jetzt gerade zerfallen ist, dann haben Sie Pech. Ja, so. Also das heißt, man sollte dem Gedächtnis mindestens 6 Stunden Zeit geben, um die Informationen zu verarbeiten. Das heißt also, wenn Sie am Vormittag vielleicht mit der Prüfung dran sind, dann sollten am späteren Abend keine neuen Informationen mehr eintreffen. Was Sie bis dahin nicht geschafft haben, können Sie sowieso nicht mehr lernen. Ja, das ist also rein physiologisch betrachtet nicht mehr möglich. Ja, so, und aus diesem Grunde planen Sie sich das so ein, dass Sie wissen, 6 Stunden vorher ist Schicht, da passiert nichts mehr, ja, da kann ich nur noch wiederholen, aber nicht was Neues erwerben, und damit sind Sie dann sozusagen auf der sicheren Seite, dass das, was Sie jetzt gelernt haben, auch wirklich da ist und nicht sich sozusagen durch Interferenz zerstören lässt. Dann Interferenz stärker innerhalb einer Modalität heißt also, eine bildhafte Gedächtnisaufgabe wird stärker durch anderes Bildmaterial als durch auditives Wortmaterial gestört. Das bedeutet also, wenn Sie sozusagen für sich herausgefunden haben, Sie sind mehr so ein imaginativer Typ, dann wäre es wichtig, auch immer dieser Lernstrategie zu folgen. Es gibt ja Leute, die versuchen, sich vieles logisch abzuleiten, dann sollten diejenigen lieber diese Struktur wählen, aber nicht beides miteinander vermischen, weil das sich sonst sozusagen gegenseitig stören kann. Wir hatten mal ein Beispiel in der anderen Vorlesung, als ich Ihnen von dem Strobe-Test berichtete, ja, und wo wir die posttraumatische Belastungsstörung sehen können, wenn wir also den Patienten bitten, Worte wie Blut, Auto, Missbrauch nicht vorzulesen, sondern die Farben, in denen diese Worte geschrieben worden sind, zu benennen. Ja? Und dann wird dieser Mensch, der einen Missbrauch erlebt hat, gerade das Wort Missbrauch, wird er bei diesem Wort länger brauchen, um die Farbe zu nennen, als jemand, der das nicht erlebt hat. Und das bedeutet, wir haben hier eine Interferenz zwischen auditiven und visuellen. Ja, und wie Sie hier sehen, das Bildhafte wird immer stärker sein als das Auditive. Also das heißt, man muss sich irgendwann mal entscheiden, wie man es macht. Ja, gibt ja auch Leute, die jetzt zum Beispiel mehr so diese propositionale Gedächtnisrepräsentation haben und mehr so logisch ableiten. Die sprechen sich das auf und hören das. Ja, und versuchen sozusagen überhaupt nichts mehr, also Augen zu schließen und nur noch zu hören, und können sich das damit viel, viel besser einprägen. Ja. Das ist so eine Aufgabe, was es sich wirklich lohnt, für Sie selber das rauszufinden, wie Sie sozusagen, was so für Sie die beste Strategie ist, dann können Sie da wesentlich leichter sich Wissen erwerben.
So, Auswahl und Erhalt von Informationen verlangt die Aufmerksamkeit, also die Zuweisung durch zentrale Exekutive. Es macht wenig Sinn, sozusagen das wie so ein Gedicht herzubeten, sondern es braucht schon eine gewisse Aufmerksamkeit, dass man eben genau weiß, wo ist es lokalisiert. Deswegen haben unsere Kollegen aus der Anatomie auch so einen Computer angeschafft, ich weiß nicht, ob der Ihnen schon gezeigt wurde, wo Sie sozusagen dreidimensional bestimmte Gewebestrukturen abbilden können, um eben tatsächlich auch in tiefer liegende Gewebestrukturen einzudringen und sich das dann auch bildlich zu veranschaulichen, wo welche Struktur zu finden ist. So, dann kommen wir zu einem Phänomen, das nennen wir Chunking. Das ist ein Beispiel, was von Chase und Simon beschrieben worden ist. Und zwar haben die Schachspieler untersucht. Die haben einmal Schachgroßmeister untersucht und die verglichen mit Schachspielern, die so circa 3000 Stunden gespielt haben, und Schachanfänger, die circa 300 Stunden gespielt haben. Ja, die Schachgroßmeister haben circa 25.000 Stunden gespielt. Und jetzt war die Aufgabe zu gucken, wer sich schneller sozusagen Schachstellungen merken kann. Ja? Mögliche Schachstellungen und nicht mögliche Schachstellungen, also sinnvolle und weniger sinnvolle. Und da hat man also ganz klar gesehen, dass bei den sinnvollen Stellungen die Großmeister die kürzeste Zeit brauchten, um sich diese sinnvollen Stellungen zu merken, ja, während sie diese sinnfreien oder sinnlosen Stellungen sofort ad acta legten. Ja, da brauchten sie fast länger als alle Anfänger, um sich das zu merken, weil das für sie sozusagen gelernt wurde, das macht keinen Sinn, das brauche ich nicht weg. Ja, so. Und das ist noch und das nennt man sozusagen das Chunking, das Auswählen von wirklich relevanten Informationen. Ja, dass ich weiß, das ist jetzt wichtig, das brauche ich und alles andere lege ich zur Seite. So. Und hier gehört natürlich ein Punkt dazu, und da koppelt sich das jetzt mit dem, was wir vorher gesehen haben, mit dem Modelllernen. Wenn uns emotional etwas betrifft, im wahrsten Sinn des Wortes von berührt, dann werden wir Schwierigkeiten haben, uns jetzt auf solche rationalen Inhalte zu beschränken. Ja, so, das bedeutet also, wenn Sie in irgendeiner Form gestört fühlen, irgendwie vor irgendwas Angst haben oder Sie irgendwas aufgeregt hat, dann ist es immer besser, sich lieber Zeit dafür zu nehmen, um vielleicht mit jemandem darüber zu sprechen oder das aufzuschreiben, wie als wenn Sie es von sich wegschreiben und erst dann mit dem Lernen zu beginnen, als jetzt zu sagen, ach, ich darf das jetzt nicht so wichtig nehmen, ich muss mich jetzt auf mein Studium konzentrieren. Das ist in dem Moment von rein neurophysiologischer Seite her überhaupt gar nicht möglich, weil das, Sie haben ja nur einen Kopf, ja, also, und der ist halt jetzt damit beschäftigt. Ja, so. Also das bedeutet, da ist es eher wichtig, dem eine gewisse Zeit zu geben, damit man das verarbeitet, um dann sich sozusagen auf was Neues zu konzentrieren. Ja, eine gute Möglichkeit auch, um sozusagen wenn der emotionale Zustand vielleicht ziemlich schwerwiegend ist, um da rauszukommen, ist auch Sport. Das heißt, wo Sie durch körperliche Aktivität, wo Sie so richtig Ihre Herzrate steigern, ja, bestimmte Prozesse aktivieren, die dazu führen, dass Ihr Stammhirn aktiver wird. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Das ist eine sehr alte Methode, die aber jetzt erst sozusagen seit einigen Jahren in der Wissenschaft ihren Platz gefunden hat. Das ist die Methode der sogenannten Barorezeptoren. Wenn Sie hier Ihre Karottes beobachten, ist am Abzweig sind diese Barorezeptoren lokalisiert. Das sind Druckrezeptoren, die dann aktiv werden, wenn ihr Blutdruck steigt, wie zum Beispiel im Sport. So, und die haben die Funktion, dass sie ihre Aktionspotenziale weitergeben an das Stammhirn, und zwar an einen sogenannten Abkürzung NTS, und die steht für Nucleus Tractus Solitarius. Wir werden darüber dann nochmal in der vorletzten Vorlesung genauer sprechen. Und dieser Nucleus Tractus Solitarius, lokalisiert im Stammhirn, ist der Kopf vom Nervus Vagus und aktiviert sozusagen
die Hemmung, ja, der erhöhten Erregung. Das heißt, wenn Sie also Sport machen, so richtig schön außer Atem kommen, ja, das können gymnastische Übungen sein, da müssen Sie nicht mal groß weggehen, dann aktivieren Sie sozusagen Ihre Barorezeptoren, die wiederum geben die Aktionspotenziale an den NTS, der wiederum aktiviert den Vagus, und so wie Sie physiologisch zur Ruhe kommen, so kommen Sie dann auch mental zur Ruhe. Ja, also das heißt, wenn manchmal gibt es ja einfach Dinge, dass man sich über einen Freund ärgert oder man einfach nur sich über andere Menschen ärgert und kann sich da nicht konzentrieren, dann ist das eigentlich eine sehr gute Methode, um da wieder hin zurückzukommen. Insbesondere dann, wenn es sich vielleicht um einen Konflikt handelt, den man nicht sofort lösen kann. Ja. Und er hat einen ganz klaren physiologischen Hintergrund, den Sie für sich mit Ihrem Wissen dann auch nutzen können. So, weiterhin ist es wichtig, domänenspezifisches Wissen zu erwerben, weil das die Arbeitsgedächtniskapazität steigert. Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, Ihr Gehirn wäre wie so ein Haus, wo verschiedene Zimmer sind, dann wären das die unterschiedlichen Domänen. Ja? Und Sie packen sozusagen in jede Domäne immer mal ein bisschen mehr rein, immer mal ein bisschen mehr Wissen. Dann haben Sie eine klare Struktur und dann erweitern Sie damit die Kapazität Ihres Arbeitsgedächtnisses. Ja, das heißt also struktureller Wissenserwerb, klar zu sagen, das gehört jetzt hierhin, das gehört dazu, und verbunden mit einer bestimmten Frage, die von Bedeutsamkeit für Sie ist, erleichtert Ihnen, dass eben das Wissen auch wirklich im Gedächtnis verbleibt. Des Weiteren ist wichtig auch zu wissen, dass wir, also wie sozusagen am leichtesten sich Wissen repräsentieren kann. Und zwar sprechen wir hier vom Primacy and Recency Effect. Und das ist das, was Sie sozusagen, das, was Sie als erstes hören, das wäre der Primacy Effect, oder das, was Sie als letztes hören, ist das, was am ehesten in Ihrem Gedächtnis verbleibt. Ja, weil das, was Sie als erstes hören, da ist sozusagen noch alles leer, da ist sozusagen noch alles möglich, um noch sozusagen zu integrieren. Und dem Recency-Effekt, dem folgt jetzt einfach nichts mehr nach, ja, was jetzt irgendwie noch stören kann. Ja, so, und das heißt also, auch wenn Sie später Vorträge halten oder wenn Sie bestimmte Dinge in der Prüfung mündlich präsentieren wollen, das Wichtigste und zuerst oder ganz zum Schluss. Ja, dann kommen Sie auch dem Prüfer und seiner Gedächtniskapazität entgegen. Ja, so. Und das heißt also, das, was für Sie am wichtigsten ist oder wo Sie denken, vielleicht, oh, das wird in der Prüfung vielleicht unbedingt immer wieder gefragt oder das muss ich unbedingt wissen, damit habe ich Schwierigkeiten, dann lieber zuerst damit beginnen und dann sozusagen das andere lernen, was Ihnen sowieso leichter fällt. So, okay. Das heißt, unsere Reproduktionsleistung ist auch abhängig von der Darbietungsposition des Wissens, und erste und letzte Items werden besonders gut wiedergegeben. Dann gibt es auch hinsichtlich der Wiederholung zwei verschiedene Möglichkeiten der Wiederholung. Zum einen ist es das aufrechterhaltende Rehearsal, also Wiederholung. Das heißt, das einfache Wiederholen der Information ohne weitere Verarbeitung. Und dann gibt es das elaborierte Rehearsal, dass man etwas wiederholt, indem man es mit etwas anderem verknüpft. Ja? Das ist im Prinzip das, wo ich vorhin schon sagte, so ähnlich wie in der operanten Konditionierung, wenn also jemand die Medikamente nicht nehmen möchte und man dann mit dem Patienten darüber spricht, wie sich Wissen assoziieren kann oder wie man Assoziationen bilden kann und vielleicht die Person also gerne isst, dass sie dann sozusagen beides miteinander verknüpft, damit sozusagen das Negative nicht mehr so schwer vom Gewicht ist. Und so ähnlich ist es auch hier im Wissenserwerb, dass man guckt, dass man etwas, was man vielleicht schon weiß, nutzt, um darauf noch etwas aufzubauen. Ja, oder noch ganz anders, dass man unterschiedliche Medien nutzt, zum Beispiel wenn jemand gern Sport macht und vielleicht einen Hometrainer hat, dass er dann vielleicht das Auswendiglernen von bestimmten anatomischen Vokabeln das macht, während er dabei Sport macht. Ja, so. Aber die Voraussetzung muss sein, dass er das, was er als Sport macht, auch gern tut. Ansonsten hat das eher einen Negativeffekt. Ja, so. Und da haben Sie ja viele Möglichkeiten. Sie können das ja aufsprechen und können das sozusagen auditiv abhören, oder Sie suchen sich ein Gerät im Fitness, wo Sie sozusagen ein Buch mitnehmen können. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. So, und dadurch kann sich sozusagen Wissen auf eine einfachere Art speichern und auch länger sozusagen als Wissen erhalten bleiben.
So, und jetzt gucken wir uns, das war jetzt zum Kurzzeitgedächtnis, ins explizit Arbeitsgedächtnis, nun kommen wir zum Langzeitgedächtnis. Und hier unterscheiden wir zwischen dem deklarativen, also dem expliziten Gedächtnis, was eher so unser bewusstes Gedächtnis ist, und dem non-deklarativen, dem impliziten, also dem unbewussten oder nicht bewussten Gedächtnis. So, und dieses deklarative Gedächtnis, das explizite, wiederum gliedert sich in ein semantisches Gedächtnis, wo also etwas abgespeichert wird, weil es eine bestimmte Bedeutung hat, und in ein episodisches Gedächtnis, weil es abgespeichert wird, weil es eben mit einem bestimmten Lebensereignis verbunden war. Dagegen ist das non-deklarative Gedächtnis, also das implizite Gedächtnis, besteht das aus den Konditionierungsprozessen klassischer Operanda-Konditionierung, bestimmten automatisierten Fertigkeiten, ja, wie zum Beispiel Autofahren oder Klavierspielen, wenn man es denn automatisiert hat, dem Priming, dass man also auf etwas sich vorbereitet, wie zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Fragestellung habe, über die ich nachdenke, dann ist mein Gedächtnis schon geprimed. Und wenn ich das dann ganz bewusst mir anschaue, dann habe ich sozusagen das innen drin, ja, und dem sogenannten non-assoziativen Gedächtnis, was mehr so für physiologische Vorgänge spricht, ja, wo erstmal ursprünglich gar keine Assoziation da war, was aber zeitlich parallel zusammen auftritt und dann eine Assoziation irgendwo bildet. So, und genau, und gucken wir uns mal den Fertigkeitserwerb an. Das sieht man schön, wie das sozusagen den Übergang vom expliziten ins implizite Gedächtnis bildet oder vom deklarativen ins non-deklarative. Zuerst ist es die Wahrnehmung. Also ich erkenne visuelle oder akustische Muster, ja, wie zum Beispiel das hier. Kann mir jemand sagen, was hier steht? Genau, Spiegelschrift, sehr richtig. Ja, obwohl es nur wirklich in Spiegelschrift geschrieben ist. Ja? So, also wunderbar. Ich erkenne visuelle oder akustische Muster. Oder der motorische Fertigkeitserwerb wie Fahrradfahren, Skifahren, Klavierspielen. Ne, das ist zuerst ein ganz klares deklaratives Gedächtnis. Prozedere. Ja, hier erwerb ich Wissen im Bereich des deklarativen Gedächtnisses. Ich muss genau hingucken. Jeder, der schon mal am Klavier gesessen hat, weiß, wie schwer das ist, die rechte mit der linken Hand irgendwie zu kombinieren und nicht sozusagen nur mal auf die und mal auf die zu achten, sondern tatsächlich die beiden Hände spielen zu lassen. Und das ist eben halt erst möglich nach verschiedensten vielfachen Wiederholungen. Und wenn es denn dann möglich ist, dass es wie automatisiert läuft, dass die beiden Hände wirklich miteinander spielen, dann ist es eben halt nicht mehr das deklarative, sondern das non-deklarative Gedächtnis und dann ist es eine wirkliche Fertigkeit geworden. Oder auch das Kognitive, der Regelerwerb, der Spracherwerb. Zu Anfang ist es sehr schwer, wie man sozusagen die Sprache erwerben kann. Ja, so, wir sehen das, wenn ein Kind anfängt zu sprechen, das sind also bei den meisten Menschen zumindest doch sehr unverständliche Worte oder wie ein Freund von mir sagte, ja, sie ist jetzt sehr kreativ dabei, was also heißt, es eigentlich war eher die Mutter kreativ herauszufinden, was das Kind sagen wollte, und entwickelt sich erst allmählich zu dem, dass man es wirklich verstehen kann, also dass sozusagen bestimmten Regeln folgt und wird dann sozusagen mehr und mehr automatisiert, was dann eben halt als Sprache auch im non-deklarativen Gedächtnis sich wiederfindet. So, das heißt also, jetzt haben wir uns die Fertigkeiten vom non-deklarativen Gedächtnis angeguckt, kommen wir zum deklarativen Gedächtnis, und zwar speziell zu dem semantischen Teil des deklarativen Gedächtnisses. Hier spricht man von sogenannten semantischen Netzwerken. Das heißt, im Ergebnis von Lernprozessen entstehen assoziative Netzwerke, in denen sind Wissen und Erfahrung und auch emotionale Bedeutung gespeichert. Und die Aktivation, die breitet sich über diese assoziativen Verknüpfungen im Netzwerk aus. Man kann also aus diesem Grunde nicht sagen, das Wissen ist nur dort und dort lokalisiert, ja, sondern es sind immer verschiedene Bereiche, die miteinander in Verbindung treten müssen, was wir auch im MRT gut messen können, als Konnektivitätsmaß, um eben zu sehen, welche Aktivität sozusagen passiert ist. Und das zeigt auch zugleich auch wieder, dass einfach nur sozusagen das Wort an sich zu lernen
einer ziemlich hohen Vergessenskurve unterliegen dürfte. Erst in dem Moment, wo es eine wirkliche Bedeutsamkeit erfährt, in dem Moment wird man sich das auch gut merken können. So, welche Bedingungen führen nun dazu, dass das Wissen oder die Erfahrung ins Langzeitgedächtnis übertragen wird? Einerseits ist es die Häufigkeit, also wie häufig man das einfach braucht, das, was man da verwendet. Es ist auch die Distinktheit, also wie klar abgegrenzt es ist. Dann auch die, wie oft es im Arbeitsgedächtnis wiederholt wurde, welche Verarbeitungstiefe es hat, auch wie das Material dieses Wissens organisiert ist. Dann auch, in welchem Kontext es erworben ist, also welche Rolle sozusagen der Kontext spielt und ob ich dazu bildhafte Vorstellungen erwerben kann. Und wenn wir an das Beispiel denken von den Schachgroßmeistern, die da 25.000 Spiele gespielt haben, dann können Sie sich also vorstellen, wie häufig unser Gehirn doch Wiederholungen, also Rehearsals, braucht, damit es tatsächlich auch wirklich sich sozusagen einspeichern kann. So, das heißt also, die Einprägung und der Abruf gelingt dann gut, wenn mein Wissen einen Bezug hat zu schon vorhandenem Wissen, wenn ich sozusagen damit variabel umgehen kann, ja, das, was ich vorhin sagte, manch einer spricht sich das auf Band und hört sich's wieder an, jemand anders schreibt es sich immer wieder auf, ja, ein anderer wieder erwirbt das Wissen im sozialen Kontext, indem man sich gegenseitig abfragt, nach Möglichkeit in einer schönen Umgebung, ja, so, und wieder ein anderer nutzt diese Anatomieatlanten, um das zu malen oder entwirft regelrechte, also schöne wirklich Bilder, Poster davon, wirklich beeindruckend, was man da so sehen kann. Auf jeden Fall ist diese Unterschiedlichkeit mit dem Wissen sozusagen zu spielen eine sehr gute Methode, damit es sich gut einprägt. Und es ist auch die Frage der Organisation des Materials, wenn ich sozusagen dem eigentlichen Wissenserwerb folge, dass ich gucke, dass ich von sozusagen grobem Wissen immer spezieller werde, ja, werde ich mir sozusagen das Wissen oder den Erwerb des Wissens organisieren. Ja, wenn ich mal hier lese und mal da lese, dann ist das zwar ganz interessant und unterhaltsam, aber es wird sich nicht organisieren. Ja. Versuche ich aber erstmal die grobe Struktur zu verstehen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Ja. Wir haben zuerst haben wir gesagt, was ist überhaupt Gedächtnis? Ja, es gibt also vier verschiedene Formen und dann sind wir zu jeder Form wiedergekommen und die wiederum haben ihre Unterformen und wie sehen die ganz konkret aus? Und jetzt gucken wir uns an, was sind eigentlich die Bedingungen, damit es drin bleibt. Ja, das Wissen, ja, damit es erhalten bleibt. Und so organisiert sich sozusagen der Erwerb des Wissens. So, das heißt, die Enkodierung in mehreren Modalitäten führt zu einer besseren Gedächtnisleistung und dann auch, wie Engelkamp sagt, der sogenannte To-Effekt. Das heißt also, wenn ich etwas wirklich mit dem Wissen tue, ich kann also das Sprechen, ich kann das Singen, ja, da gibt es auch so die verschiedenen Möglichkeiten, habe ich mal gehört von einer Studentin, die also sagte, ja, ich konnte mir diese verfluchten biochemischen Variablen überhaupt nicht mehr einprägen, ich habe die dann gesungen, ja, so, und das ist ein legitimes Mittel, ja, also viele Leute, die eine neue Sprache lernen, machen das über Lieder, ja, wenn Sie sich vielleicht erinnern, als Sie angefangen haben, Englisch zu lernen, waren das bestimmt auch Lieder dabei, die Sie interessiert haben, ja, und über den Gesang kann dann auch schon wieder eine ganz andere Modalität angesprochen werden, oder motorisch, ich führe die Handlung aus, ich mache irgendwas damit, ja, wenn Sie im Präpsaal sind, ist das ja nicht nur dafür da, dass Sie das ganz konkret mal sehen, sondern auch, dass Sie damit arbeiten können, ja, dass Sie das berühren, um bestimmte Strukturen auch zu erspüren und wirklich was damit zu tun. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist insbesondere dann für die Leute relevant, die vielleicht im chirurgischen Bereich arbeiten wollen, ja, wo also ähnlich der Fertigkeitserwerb funktioniert wie bei Leistungssportlern, wo sich
die Sportler schon ihre Handlung, zum Beispiel wenn sie an den Turner denken, vorher vorstellen, was konkret jetzt passiert. Das hat ganz klare zentralnervöse Veränderungen zur Folge. Wenn jemand sich das sozusagen mental vorstellt, bilden sich schon Netzwerke, assoziative Netzwerke, die sich sozusagen nur dann bilden würden, wenn er es tut. Ja? Stellt er sich das aber direkt vor, nimmt er dem sozusagen schon etwas voraus. Ja, oder Leute, die ein Musikinstrument spielen, die berichten das auch, dass sie oftmals gar nicht das spielen, weil sie die Musik innerlich hören, sondern weil sie ihrem motorischen Gedächtnis folgen, ja, was sie sich sozusagen durch eine gewisse Vorstellung dann auch immer wieder trainieren können. Ja, also Vorstellung, wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie ein bestimmtes Stück spielen. Ne, und das ist dieser To-Effekt. Das heißt also, wenn Ihnen das irgendwie gelingt bei Dingen, die sich nicht so leicht einprägen, irgendwas mit verbal, motorischen, imaginativ anzustellen, dann haben Sie eine relativ hohe Chance, dass Sie sich das doch einprägen können. Ja, und man sieht also in dem Moment, wenn Sie mit dem Wissen etwas anstellen, entweder sich das vorstellen oder das motorisch ausführen, dann ist eben halt die Wiedererkennung besonders hoch. So, oder wenn Wissen in bestimmten Kontext, also in bestimmten Situationen erworben worden ist. Ja? Da war zum Beispiel ein Beispiel von ein Experiment von Godin und Badley, die ließen Taucher Wortlisten lernen, entweder am Ufer oder unter Wasser. Und je nachdem, wo der Abruftest durchgeführt wurde, waren jeweils dann bessere Leistungen zu verzeichnen, wenn sozusagen das unter diesen ähnlichen spezifischen Bedingungen gelernt wurde. Also das heißt, wenn das Wissen unter Wasser abgerufen wurde und die haben das Wissen unter Wasser erworben, war die Leistung besser, als wenn sie das Wissen an Land abgerufen hatten. Ja, so nun kann ich Ihnen natürlich nicht empfehlen, sich in den Prüfungsraum zu setzen und da nur zu lernen, um dann dort das Wissen abzurufen. Das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht hat es ja auch einen guten Einfluss, dass unsere Prüfung dann in der Bibliothek stattfindet, wo Sie vielleicht das eine oder andere auch an Wissen erwerben. Spielt natürlich auch die Stimmungskongruenz eine Rolle. Das heißt also, je nachdem, in welchem emotionalen Zustand Sie sind, können Sie sich bestimmte Wissensinhalte leichter merken. Hier wurde ein Experiment durchgeführt von Russell im Jahre 1983, wo die Menschen sich negative Wörter, neutrale Wörter und positive Wörter merken sollten. Und es wurde unterschieden zwischen Menschen, die also wenig Depressivität berichteten und Menschen, die ziemlich starke Depressivität berichteten. Und man sieht also, dass die Zeit der Wiedererinnerung bei Menschen, die unter Depressionen litten oder zumindest depressiv sich fühlten und jetzt negative Worte erinnern sollten, wesentlich länger brauchte, als bei Menschen, die nicht depressiv waren. Ja, die konnten eben in sehr kurzer Zeit sowohl negative als auch neutrale Worte wieder erinnern. So, das heißt also, unsere Stimmung hat einen Einfluss auf unsere Lernleistung. Und nicht nur das, auch andere Situationen, wie zum Beispiel Lernen unter Drogen, hat einen Einfluss. Hier ist eine Untersuchung von Eich, eine sehr frühe Untersuchung. Und zwar hat er gesehen, dass Menschen, die sozusagen rauchen, ja, upsala, jetzt habe ich das, jetzt sind wir so weit, Moment, ja hier, dass Menschen, die rauchen, in der Testsituation und dann, in der Lernsituation und dann in der Testsituation ebenfalls rauchen, dass die sozusagen ihr Wissen um 25% mehr erinnern, ähnlich wie die, die in der Lernsituation einen Joint haben und in der Testsituation ebenfalls, dann ebenfalls sozusagen mehr erinnern. Ja, also auch hier spielt der Kontext eine Rolle, wobei ich aber sie nicht zum Nachahmen auffordern möchte, sondern eher sozusagen zur bewussten Verarbeitung dieser Information. Wann vergessen wir? Was spielt eine Rolle, dass wir überhaupt was vergessen? Ist das überhaupt richtig? Ist das gut? Nach Ebbinghaus
Sehen Sie, dass also die, das Material, was Sie sozusagen erlernt haben, ungefähr zu 60% 20 Minuten in Ihnen verbleibt, wenn Sie es nicht wiederholen? Ja? Nach 31 Tagen ist von dem erlernten Material nur noch 13% übrig. Ganz anders sieht das aus, wenn es wiederholt wird. Ja? Aber das ist so diese natürliche Vergessenskurve eines Menschen, der über ein gesundes Gehirn verfügt. So, kommen wir jetzt zu den Gedächtnisstörungen, die auch sehr gerne gefragt werden im Physikum. Die anterograde Amnesie ist eine Störung des Neugedächtnisses. Das heißt, es betrifft vor allen Dingen das Langzeitgedächtnis, das episodische und das semantische Gedächtnis, während das implizite Gedächtnis in der Regel intakt ist. Also alle Konditionierungsvorgänge, automatisierte Fertigkeiten, Priming, ja, non-assoziative Verbindungen sind intakt, aber episodische Inhalte oder semantische Inhalte sind gestört. Die retrograde Amnesie dagegen ist die Unfähigkeit, sich an Ereignisse und Eindrücke unmittelbar vor Eintritt der Schädigung zu erinnern. Also selbst wenn es sich um stressige Ereignisse handelt, ist oft zu beobachten, wenn zum Beispiel Menschen zu uns kommen nach Verkehrsunfall mit einem leichten bis mittelgradigen Schädel-Hirn-Trauma, dass sie retrograde Amnesie aufweisen. Das heißt also, dass die Dinge, die unmittelbar als stressiges Ereignis vorlagen, bevor es zu diesem Autounfall kam, sie nicht mehr erinnern können. Ja. Hier ist sozusagen das episodische Gedächtnis fast immer betroffen und das semantische oder prozedurale ist meist gut erhalten. Andere Ursachen für Gedächtnisstörungen sind Aneurysmen der Arteria communicans anterior, dann die Enzephalitis herpes simplex, die globale Amnesie, auch eine zerebrale Hypoxie, also sprich starker Sauerstoffverlust nach Intoxikation oder Herzstillstand, Morbus Alzheimer als ein Beispiel für kortikale Demenzen, operative Läsionen limbischer Strukturen, zum Beispiel nach Tumor, auch eine posttraumatische Amnesie nach Schädel-Hirn-Trauma, oder auch das Korsakow-Syndrom als schwerer Alkoholabusus oder Mangelernährung oder auch eine psychogene Amnesie. Auch das sind Gedächtnisstörungen. Relevante Hirnstrukturen, und das ist eben das, ne, wo ich von dem Kleingedruckten sprach, ja, dafür sind vor allen Dingen der Hippocampus, die Amygdala, der mediale Temporallappen, aber auch der Thalamus, Mamillarkörper und die Faserverbindungen, insbesondere was den mamillothalamischen Trakt anbetrifft, die sind insbesondere wichtig für Gedächtnisstörungen. Und so sehen wir zum Beispiel, dass was die Interferenzabwehr und die Organisation des Wissens anbetrifft, befindet sich primär im frontalen Kortex. Das prozedurale Gedächtnis befindet sich vor allen Dingen im Kleinhirn. Ursprünglich hat man immer gedacht, das Kleinhirn ist nur für das Motorische zuständig. Das stimmt aber nicht. Ja? Der motorische Kortex ist auch für das prozedurale Wissen verantwortlich. Das ist so der Hintergrund auch, warum zum Beispiel, wenn Sie jetzt Sport machen, Sie also besser Wissen erwerben, weil einfach die Strukturen sehr nah beieinander liegen im Kleinhirn und aus dem Grunde das sozusagen gut nutzen können. Weiter fürs prozedurale Gedächtnis sind die Basalganglien und für das semantische ist es, Gedächtnis ist es der heteromodale Assoziationskortex. So, das heißt also, ich habe Ihnen das jetzt mal mitgebracht, weil ich glaube, Neuroanatomie kommt erst im vierten Semester, wenn ich recht informiert bin. Ja. So, okay, der kommt also ein bisschen früh. Sehen Sie, dass also ganz nah beim Hirnstamm bestimmte Strukturen liegen, die für die Erinnerung, für das Gedächtnis notwendig sind. Da haben wir hier den Motorkortex, Hippocampus, die Amygdala, die mehr für die Verarbeitung der emotionalen Faktoren zuständig ist. Der Thalamus liegt ein bisschen dahinter und ist dann verbunden mit dem Mammillary Body.
Dann haben wir das Corpus callosum, was beide Hirnhälften voneinander trennt, und den limbischen Kortex. Und diese Strukturen sind verantwortlich dafür, dass sie episodisch und semantisch Gedächtnisinhalte speichern können. So, was ist jetzt meine Take-Home-Message? Das Arbeitsgedächtnis ist sozusagen die dynamische Schnittstelle, ja, zwischen Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Und entscheidend für das Behalten von Informationen ist die bedeutungshaltige Bearbeitung, also die Elaboration. Also wenn Sie sich erinnern an dieses kleine Beispiel mit den Zahlen eben, sobald es keine Bedeutung hat, ist es schwer, es sich zu merken. Ja? Oder das Beispiel mit den Schachgroßmeistern. Wenn es eine Bedeutung hat, dann prägt sich es auch gut ein. Ne? Stichwort Elaboration. Das heißt, und drittens, die Behaltensleistung wird von emotionalen, situativen, lebensgeschichtlichen Faktoren beeinflusst. Und braucht natürlich auch den eigenen Raum für die Verarbeitung. So, jetzt zu der Prüfungsfrage. Welche Gedächtnisstrukturen sind verantwortlich für die Interferenz oder auch die Interferenzabwehr? Wer konnte sich das merken? Ich nenne jetzt mal, ja? Wunderbar, der präfrontale Kortex oder der frontale Kortex sind immer noch wunderbar, das ist sehr gut. Ja, okay, gut, dann machen wir jetzt erstmal Pause und sehen uns in 35 Minuten wieder.